War ja richtig aufregend hier jetzt, ey. Alter, das aber unbedingt. Nee. Wie ein Wichser. Echt. Steht voll unter Drogen. Und macht einen Abgang. Komm schon. Wach auf. Beeilen Sie sich nicht. Sie haben getan, was Sie konnten. Kommt er durch? Die Ärzte sind sich sicher. Sie haben ihn bewusstlos an der Tür zum Keller gefunden. Was? Ach, der hat... Der hat das gemacht. Der hat die Tür geschlossen. Könnte Gil die Kellertür von außen versperrt haben, um Mitchell umzubringen? Meinen Sie, das ist eine gravierende Anschuldigung. Sind Sie sicher, oder ist es nur eine Ihrer Theorien? Nur eine Theorie. Ist nur eine Theorie. Hoffen wir mal, dass wir die Wahrheit noch aus ihm herausbekommen. Sie meinen, Gil hat etwas mit den vorherigen Morden zu tun? Was wäre, wenn es Gil war, der seinen Partner Randall Lay auf Befehl von Mitchell umgebracht hat? Noch eine schwerwiegende Anschuldigung. Sind Sie sicher? Ich bin mir sicher. Ja, alles deutet in diese Richtung. Sagt mir auch mein Bauchgefühl. Warten Sie, könnte Mitchell nicht Randall Lays Mörder sein? Mitchell... glaube ich nicht. Er schießt also zweimal aus nächster Nähe daneben und schießt dann einem Typ quer über die Straße in die Stirn. Nein, Mitchell ist nicht der Scharfschütze, der Randall Lay beseitigt hat. Ja, schätze mal, Sie haben recht. Aber wir wissen immer noch nicht, wie Craig Spanow zu Tode gekommen ist. Das kann ich dir gerne verraten. Drogen.
Hallo, ich will mal. Danke. Fußabdrücke. Die sind immer noch nicht geklärt, ne? Kein Zweifel möglich. Spanner hat sich aus dem Labor die Drogen geholt, die ihn dann umgebracht haben. Verstehe, aber wenn das wahr wäre, wie viele andere Sportler sind da noch in Gefahr? Einige. Und vor allem, wer sind diese Sportler? Hat Bobby Hell was damit zu tun? Ich habe sie nicht alle gesehen, aber schreiben Sie sich diese Namen auf. Peter Lowe, Xavier James, Helen Moore, Bill Goldman, Miles Benton, Alexander Wood, Jacob Ziegler und ja, Bobby Yale. Danke, zur Abwechslung mal Leben retten, was? Wie auch immer, danke für den Anruf. Ich hatte schon gedacht, Sie würden der Polizei nie mehr über den Weg trauen. Ich traue niemanden über den Weg. Wer hat gesagt, dass ich den Bullen vertraue? Ich vertraue nicht den Bullen, sondern ihn. Lächeln, Johnny Boy! Danke für den Tipp. Dafür kriege ich den Pulitzer. Schaff den Kerl hier raus. Na gut. Dann bringen wir es hinter uns. Als der Krieg zu Ende war, brachte Mitchell Grün dazu, seine Supersoldatendrogen bei Spitzensportlern einzusetzen. Irgendwie bekam Dan von Mitchells Machenschaften Wind. Als Mitchell hörte, dass Dan ihm auf die Schliche gekommen war, befahl er Randall Lay, ihn umzulegen und die Sache Yale anzuhängen. Anschließend befahl er Randall, Dans Haus und den Boxclub gründlich nach belastendem Material zu durchsuchen. Die arme Putzfrau ist quasi zufällig zu Tode gekommen. Als sie ihre Nase in diesen Fall gesteckt haben, versuchte er sie durch einen Besuch seiner Schläger abzuschrecken. Das klappte nicht, also bat er Randall, sie auf dem Dach des Boxclubs zu erledigen. Doch Randall versagte nicht nur, sondern wurde auch noch gefangen genommen. Also sollte Gil ihm eine Kugel in den Kopf jagen, was Gil sehr wütend machte. Sie kamen der Lösung näher und näher, bis sie schließlich Mitchells Hauptquartier gefunden hatten. Mitchell erkannte, dass er in der Falle saß, brach alle Brücken ab und brannte sein Labor nieder, in dem sich noch Dr. Grün und dessen Tochter befanden. Gil sah seine Chance, sich an Mitchell zu rächen und versperrte den einzigen Ausgang, um Mitchell selbst den Flammentod sterben zu lassen. Habe ich noch etwas vergessen? Nur Kleinigkeiten. Doch keine Sorge, um die kümmere ich mich jetzt. Also, vielen Dank für alles. Oh Mann. Das hat teilweise Ausmaße hier angenommen. Wahnsinn. In klassischen Noir-Filmen und Romanen bedeutet ein gelöster Fall niemals ein Happy End. Beim Detektiv bleibt immer ein bitterer Nachgeschmack zurück. Dieses Gefühl, dass alles besser war, bevor er den Fall übernahm. Dass er als Person besser war. Los! Spucken Sie's aus! Ich weiß nicht warum, aber manchmal steckte ich viel zu tief in meiner eigenen Rolle fest. Was wollen Sie von mir? Ich sagte Stone, was ich wusste. Dass er Yale würde gewinnen lassen. Dass O'Leary sonst Helen Moores Karriere zerstören würde. Und dass Moore ohnehin geliefert sei. Spätestens wenn Amerika herausfinden würde, dass sein Liebling unter Drogen stand. Ich glaube Ihnen kein Wort. Unmöglich. Wer schickt Sie? Heute? Keiner. Und was wäre, wenn ich Ihnen glauben würde? Was würde das ändern? Wenn ich das nicht für Sie tue, wie könnte ich ihr dann je wieder in die Augen sehen? Wie könnten wir da noch zusammenbleiben? Glauben Sie etwa, dass Sie zusammenbleiben, wenn Sie Ihren Titel verlieren und Sie des Dopings bezichtigt wird? Immerhin werde ich dann wissen, dass ich's versucht habe. Spielen Sie Fallops. Oh ja, genau, jetzt fangt er an zu bohren.
ich denke, Sie könnten recht haben. Sie sollten besser Fallobst spielen. Ha! Ich hatte Sie gar nicht für einen Romantiker gehalten, Blackset. Ich weiß, wie es Ihnen geht, aber Sie können mir glauben. Ihr Manager ist ein Mörder. Lassen Sie den so weit wie nur irgend möglich hinter sich. Hey, Blackset! Danke. Schön, dass man eine Stummtaste beim Mikro drücken kann. Ja, jetzt müssen wir bloß warten, was jetzt hier noch so passiert, und dann schauen wir mal. Dan wusste, dass Mitchell ihm Drogen verabreichte, wie Yale bestätigte. Darum stritten sie am Abend seines Todes. Ich war damals sogar sauber, hatte das Zeug seit Tagen nicht genommen. Ich wollte nicht so werden, ich wollte Joe folgen. Doch er hatte alles herausgefunden. Er glaubte mir nicht, als ich ihm sagte, ich hätte mit all dem nichts zu tun. Aber sie haben sie wiedergenommen. Nur nach seinem Tod, um mit dieser Sache fertig zu werden. Doch durch die Drogen bekamen sie eine Panikattacke. Ja, aber seitdem bin ich sauber. Mitchell hat ihnen die Pillen gegeben, als er sie im Krankenhaus besuchte, was ihre wundersame Heilung erklären dürfte. Haben sie vor, dir auch vor ihrem Kampf zu nehmen? Ich würde empfehlen, das nicht zu tun. Tun Sie es nicht, Bobby. Irgendjemand muss den Boxclub retten. Das schulde ich Joe. Und Sonja. Und meiner Tante Mary. Torf hat genug, den Boxclub zu retten. Sie schön den einen guten Ruf. Ja, ne. Das Einzige, was Sie denen schulden, ist Ihr guter Ruf. Was würde dann jetzt wohl von Ihnen denken? Ich frage mich die ganze Zeit immer noch, was jetzt mit Mary passiert ist, weil die haben wir überhaupt nicht mehr gesehen. Eigenartig. Aha. Stone und Yale konnten mir meine Verbitterung nicht nehmen. Ich brauchte einen Freund. Zum Dank für den Tipp, den ich ihm gegeben hatte, wollte er mir unbedingt einen Milchshake ausgeben, den er dann trank. Wow. Nach diesem perfekten Sturm aus Korruption und Mord konnte mich nur Freundschaft wieder mit der Welt versöhnen. Nur so würde ich meinen Glauben an die Menschheit wiedererlangen. Nur das würde meine Seele wieder reinwaschen. Nur das. Und Geld. Ach, jetzt gehen wir wahrscheinlich zu dem... zu dem Löwenonkel da. Ich habe jetzt seinen Namen vergessen. Hieß der Mike? Kann das sein? Ich weiß das nicht mehr so genau. Egal. Aber ich glaube ja. In einem normalen Noir-Roman
würden Yale und Stone dafür bestraft werden, dass sie die Regel gebrochen hatten. Sonja, dem Opfer, würde Gerechtigkeit widerfahren. Doch ja, dies hier war ja die reale Welt. Als der Detektiv, der den Fall gelöst hatte, musste ich mir nur meinen Scheck abholen und mich wieder auf den Weg machen. Sehr erfreut, Mr. Blacksad. Mr. Thorpe ist unterwegs. Möchten Sie nicht Platz nehmen, während Sie warten? Ja, ich würde sagen, ich warte. Ich wollte warten. Er ist gleich da. Bitte, nehmen Sie Platz. Die Mietze hat sich aber auch ganz schön aufgebrezelt. Wahnsinn. So, was haben wir denn hier noch? Boardroom. Oh, wer ist das denn? Oder wer sind die denn? Mitglieder unserer Spitzensportlerfamilie. Peter Löwe als Panda. Miles Benton. Helen Moore. Julia Slupjak, Alistair McGills. Alter, so schnell kommst du gar nicht hinterher, ja. Er hat Sportler für die Werbekampagne an. Was, Werbekampagnen? Ist der jetzt auf irgendwas noch gekommen hier, oder? Werbekampagnen. Wow. Nein, das ist unmöglich. Aber was wäre, wenn Tim Thorpe etwas mit Mitchells Machenschaften zu tun hätte? Mr. Blacksad? Mr. Thorpe wird später als erwartet hier eintreffen, aber er besteht darauf, Sie zu sehen, wenn es Ihnen nicht ausmacht. Solange Sie mir helfen, nicht vor Langeweile zu sterben. Das gehört zwar nicht zu meinen offiziellen Aufgaben, aber... Wie lange arbeiten Sie schon für Tim Thorpe? Wissen Sie, wie lange noch brauchen wird? Ist es hier in jüngster Zeit zu sitzen im Ereignissen? Ja, das durfte ich den nicht fragen. Oder die nicht. Was haben wir denn hier? Sam Merrick. Delanos. John Blacksad. Mit Bürgermeister Rogers. Das würde eigentlich Sinn ergeben. Wenn mich mein Bauchgefühl nicht trügt, dann müsste ein Meeting mit Mitchell irgendwo in Thorpes Kalender vermerkt sein. Schauen wir uns noch mal ein bisschen weiter um. Wir hatten nämlich, glaube ich, noch einen Punkt, den wir uns anschauen konnten. Na, ein bisschen höher, jawohl. Wenn ich Ihre Feldzeichnung hätte, wäre ich dann noch der gleiche? Hätte ich einen anderen Namen? Was soll denn das jetzt? Ich kann mir das Datum meines ersten Termins nicht merken. Nun, wissen Sie, ich habe da ein Problem. Um berechnen zu können, wie viel Mr. Thorpe mir noch schuldet, muss ich wissen, an welchem Tag ich angefangen habe, den Fall zu bearbeiten. Aber das weiß ich nicht mehr. Haben Sie das zufällig irgendwo notiert? Also ich hatte da jedenfalls keinen Dienst, sonst würde ich mich daran erinnern. Lassen Sie mich mal sehen. Geilo! Na komm. Verlängerung, Julia Slupjanak, Lunch mit Gouverneur Katz.
Was haben wir da? Miles Benton. Kongressabgeordneter Wallace. Genau. Tu mal umblättern, mein Hübscher. Oh, da ist irgendwas durchgestrichen. Meeting mit Dalen Combs abgesagt. Lunch mit Paul Rosenberg abgesagt. Rückflug LA. Meeting mit Mylord Smith Hospital. Na komm, nächster. Ich glaube, da haben wir's. Meeting mit Bobby Yale. Rick McNeil. Claudia Hennekam. Joe Dunn, kein Termin? Was? Dunn war 2 Tage vor seinem Tod noch hier? Warum hatte Thorpe das nie erwähnt? Tut mir leid, aber Ihr Name steht hier nicht. Dem ich hier war, kam Joe Dunn gerade aus der Tür. Warten Sie schon, wissen Sie, wie lange? Aha. Warten Sie, mir fällt da gerade was ein. An dem Tag, an dem ich hierher gekommen bin, kam Joe Dunn gerade aus der Tür. Also, nein, Sie hatten keine Termine. Wobei, vielleicht habe ich vergessen, Sie aufzuschreiben. Mr. Dunn, der normalerweise sehr freundlich ist, verließ uns wutentbrannt. Er hat sogar Mr. Thorpes Tür zugeknallt. Gut, jetzt weiß ich, dass ich in Thorpes Büro hinein muss. Und verabschiedet hat er sich auch nicht. Ja, genau das war der Tag. Sie erinnern sich nicht an mich, weil ich dann gefolgt bin, als er hier herausgestürmt kam. Ich bin ja selbst nicht reingekommen. Natürlich. Das erklärt alles. Keine Frage. Da Mr. Thorpe so bald ja nicht hier auftauchen wird, vertrete ich mir mal ein wenig die Beine. Muss ja in Form bleiben. Hübsch ist er ja, aber für ein Köpfchen hat sie nicht. Dass dein Büro noch eine Hintertür hat. So, das Büro wird eine Hintertür haben. Ich entschuldige mich jetzt mal für die Geräusche hier, die hier beim Bohren gerade entstehen. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier Schluss an dieser Stelle. Ich glaube, es ist schon wieder länger geworden, als es eigentlich sollte. Ich bedanke mich natürlich vielmals fürs Zusehen hier bei Blacksat Another Skin. Wir sehen uns dann zu dem Rest, was wahrscheinlich noch kommen wird, nächste Woche wieder. Bis dann, viel Spaß euch noch. Haut rein. Ciao.